Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ich hoffe, dass ihr mich alle einigermaßen verstehen könnt, weil meine Stimme klingt ein wenig quietschig, weil ich ja es mal wieder geschafft habe, mich im Sommer zu erkälten bzw. anstecken zu lassen. Irgendwo hinter mir sollte eigentlich ein Questgeber rumlaufen. Ach, da hinten. Ach so, wir sind übrigens in Gratwald, hier unten in der Nähe vom Wegschrein des Grauen Morasts. Das nur zur Info, da ist was zu lesen oder vielleicht erst später zu lesen. Okay, sprechen wir erstmal mit ihr. Entschuldigt mich, ich will euch nicht belästigen, aber seid ihr aus der Gegend? Könnt ihr mir dabei helfen, meinen Ehemann zu finden? Er ist wieder davongegangen und ich weiß nicht, was ich tun soll. Erzählt mir von ihm. Mein Mann ist ein talentierter Musikant. Sehr talentiert. Wir lebten in Auridon, aber er ging nach Gratwald, um einmal vor neuem Publikum zu spielen. Er sollte eigentlich nur ein paar Wochen weg sein, aber nach 2 Monaten dachte ich mir, ich mache mich vielleicht besser auf die Suche nach ihm. Und ihr hattet kein Glück? Nein. Und das ist nicht das erste Mal. Seine Lieder, wisst ihr, sie verleihen dem Herzen Flügel. Er hat viele leidenschaftliche Bewunderer und er ist nicht... Sein Wille ist nicht sehr stark. Die letzte Stadt auf seiner Rundreise war Südspitz. Ich ging dorthin, aber sie wollten mich nicht hineinlassen. Ich werde in Südspitz nach ihm suchen. Sorion ist sich dem Wert seines Talents sehr wohl bewusst. Das können einige Leute falsch verstehen. Ich hoffe nur, dass er keinen Ärger hat, aus dem er sich nicht frei spielen oder frei singen kann. Warum ist euer Mann nach Gratwald gekommen? Er ist bereits überall in Auridon bekannt. Aber durch den Aufstieg des Dominions steht ihm nun ganz Walenwald offen und damit Orte, die er zuvor noch nicht bereisen konnte. Er wollte, dass sein Ruhm sich bis zur Kaiserstadt verbreitet. Ich will ihn einfach nur finden und nach Hause gehen. Das ist doch ein schöner Gedanke. Und in der Kaiserstadt, wenn dann die Schlacht tobt, dann ist er da und spielt Musik, oder wie? Was für Musik spielt er? Lieder von Liebe und Romantik. Er meint, er könne nur über Dinge singen, die im Einklang mit seiner Seele sind. Aber ich habe langsam den Verdacht, dass er lieber Herzen bricht, als gutes Gold zu verdienen. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Nein. Er hatte vor, in jedem Gasthaus in ganz Walenwald zu spielen. Ich bin losgezogen, um herauszufinden, ob er es bis nach Südspitz geschafft hat. Aber die Soldaten haben mich abgewiesen. Das ist meine erste Reise nach Gratwald. Daher weiß ich nicht viel über diese Gegend. Und das will ich auch gar nicht. Auridon ist viel schöner. Ja, doch, da muss ich schon zustimmen. Okay, können wir jetzt das lesen? Ne, können wir aber noch nicht lesen. Na gut, wir machen uns jetzt mal eben auf Richtung Südspitz. Das ist nämlich da, wo wir im Endeffekt hier in Gratwald gestartet haben. Dann sehen wir uns gleich wieder. Das Schleiererbe ist zerschlagen. Es gibt einen neuen Silbenar. Ja. Wie war das jetzt? Wir müssen uns hier irgendwie reinschleichen. Die Frage ist jetzt nur, nachdem wir hier alles gemacht haben, sind die alle wieder nett, ne? Ich wollte gerade sagen, oder auch nicht, die halten hier gefangen. Aber das waren, glaube ich, die Leute, die irgendwie ein bisschen irre waren oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, hier ist noch ein Brief. Aufruf zur Volkszählung. Aha. Befehl des Bürgermeisters. Ach, das war wahrscheinlich noch, wo der eine hier drin war. Alle Bürger von Südspitz sind verpflichtet, an einer dringenden Erhebung der Zahl der Dorfbewohner teilzunehmen. Bürgern, die nicht teilnehmen, werden die Bürgerschaft sowie sämtlicher Landbesitz entzogen. Alle Familienoberhäupter müssen sich in der Kathedrale melden, wo sie gezählt werden. Wer Kinder hat, muss sein Erstgeborenes mitbringen. Oh ja, das wird der Verrückte gewesen sein. Da war hier nicht gerade noch was auf dem Tisch. Nachricht an den Schankwirt. Okay, wir müssen zur Sanftwindhütte gehen. Schankwirt, ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Hier war es gestern Abend voll. Die haben getrunken. Ihr habt euer Geld verdient, also erwarte ich meine volle Bezahlung. Ich wohne derzeit bei einem Mädchen, das ich kennengelernt habe. Aha. Sie hat eine Hütte direkt nördlich von einem Ort, der sich der Graue Morast schimpft. Zuerst dachte ich, sie würde über euer Ehl sprechen. Bringt das Geld zur Sanftwindhütte, sonst spiele ich nie wieder in eurem Schankra
Raum. Sorion der Talentierte. Mhm. Der hat also ein Mädchen kennengelernt. So, so. Ist er deswegen nicht mehr da oder ist er deswegen jetzt nicht mehr da? Wo muss ich denn jetzt hin? Moment. Weil der Schankwirt ihn erwischt hat vielleicht. Das ist außerhalb? Moment, wo will der jetzt mit uns hin? Das Schwarze da oben ist jetzt nicht meine Quest, oder? Das ist die Sache mit Zischmir. Ach, da oben. Deswegen kam mir das auch so bekannt vor. Okay, dann reiß ich jetzt mal eben Richtung, Richtung Auge hoch und dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. Bin hier schon total verwirrt. Ja, weil eben genau wegen den Viechern, die hier überall hängen. Och, jetzt sag mir nicht, dass es da unten. Willst du mich denn veräppeln? Wie komme ich denn hier am besten runter? Plopp. So geht's auch. Hallöchen, gute Dame. Kann man mit dir auch sprechen? Los, fort mit euch. Bleibt meinem Garten fern. Ich suche nach einem Musikanten namens Sorion. Habt ihr ihn gesehen? Er könnte der persönliche Barde der grünen Dame sein und ich würde ihn trotzdem nicht kennen. Ich bleibe nämlich vor allem für mich. Ich habe gewisse Vorlieben, die mein Volk ablehnt. Was für Vorlieben? Das geht euch nichts an. Und bevor ihr auf irgendwelche Ideen kommt, solltet ihr wissen, dass dieser Garten rein ästhetischen Zwecken dient. Jetzt geht bitte. Also ich sehe jetzt hier nur Kürbisse. Den konnte ich sogar nehmen. Kürbisse und Salat. Rezept für Horka-Pastete. Das hört sich jetzt auch nicht unbedingt schlecht an. Das Schöne ist, hier kann man alles mitnehmen. Oh, hallöchen. Wer bist du denn? Oh, ihr könnt mich sehen? Es braucht schon einen scharfen Verstand, um jemanden in meiner Lage wahrzunehmen. Willkommen! Hier findet ihr keine klirrenden Ketten oder zuschlagenden Türen. Das verspreche ich. Nur eine verlorene Seele, die sich einem Spiel verschrieben hat, das niemals endet. Ja, ja, ja. Das ist, wenn ihr das Spiel... Ach, wie heißt es jetzt nochmal? Mit den Karten, dieses Kartenspiel hier von Teso. Wenn ihr das Spiel spielt, dann könnt ihr hier nach Gratwald kommen und dann könnt ihr sie herausfordern. Aber das geht erst, wenn ihr das entsprechende Level erreicht habt. Das heißt, jetzt dürften wir normalerweise nur über das Spiel sprechen können. Wer seid ihr? Ich bin Filia. Oder vielmehr war ich das. Es spielt kaum eine Rolle. Im Leben war ich eine Meisterin der Spiele. Spiele aller Arten. Karten, Würfel, Gesellschaftsspiele. Ich liebte sie alle. Leider traf ich einen Säufer, der es leid war, dass ich immer gewinne. Also rammte er mir ein Messer in den Bauch. Er hätte es ja auch effektiv nutzen können, indem sie gegen andere gewinnt. Aber so schlau war er anscheinend nicht. Geht ihr deshalb nicht ins Jenseits ein, weil ihr ermordet wurdet? Teilweise. Ehrlich gesagt halten mich noch andere Kräfte hier. Ehe ich starb, half ich dem Hasardierverein, sein Spiel zu entwickeln. Ich habe zahllose Partien gespielt, aber immer gewonnen. Um ein Spiel wirklich zu kennen, muss man allerdings auch verlieren. Vielleicht kann mein Geist weiterziehen, wenn ich besiegt werde. Ja, und dann kann man sie halt zu einer Partie Ruhmesspiel herausfordern. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil das erstens immer sehr lange dauert. Dann ist die Folge quasi schon wieder vorbei. Hallo Kätzchen. Und zweitens habe ich da auch gerade keine Lust drauf, weil irgendwie keiner Lust auf dieses Kartenspiel hat. Die Luke ist verriegelt. Sie kann nur mit einem richtigen Schlüssel geöffnet werden. Der schwache Duft von Weihrauch steigt zwischen den Brettern empor. Hat die ihn schlafen gelegt oder was? Trockene Kleider durchsuchen. Was macht ihr mit meiner Kleidung? Oh, ich wollte nur mal gucken, was ihr so trägt, gute Bäuerin. Keine Sorge, ich habe nicht nach einem Schlüssel gesucht. Ich wollte nur wissen, was du für Unterwäsche anziehst. Und ich wollte gerade noch... Ach, hier war das.
Ah! Es gab nämlich, also von mir, mal einen Screenshot davon. Und ich habe nie gewusst, wo das gewesen ist. Jetzt weiß ich es. Vielleicht kann ich gleich nochmal einen machen, wenn der Fall da nicht drin ist. Ah, wie geil. Also wenn ihr auch diesen Screenshot mal machen wollt, geht nach Gradwald. Das Buch des großen Baums. Das könnt ihr euch jetzt gerne selber durchlesen, weil das hat jetzt nichts mit unserer Quest zu tun. Also hoffe ich zumindest. Dass wir jetzt hier nichts mit dem Baum zu tun haben. Tagebuch einer Romanze. Mhm. Vierte Regenhand. Gestern Abend habe ich eine Stimme gehört. Eine Stimme, die sanft an den Seiten meiner Seele gezupft hat. Er liebt Kürbiskuchen. Er war so freundlich, meine Hütte zu besuchen. Was für ein seltenes Talent. Siebte Regenhand. An einem Tag sagt er mir, dass er mich liebt und für immer mit mir zusammen in meiner Hütte leben möchte. Am nächsten Tag sagt er mir, dass er zu seinem Leben auf der Straße zurückkehren muss und er es nicht ertragen würde, könnte er nicht jeden Abend von neuen Gesichtern spielen. 19. Regenhand. Mir ist da eine Idee gekommen. Ich werde ihm diese Gesichter besorgen und dann wird er auf ewig für mich spielen. 20. Regenhand. Das Fleisch hatte angefangen, auf äußerst unangenehme Weise zu faulen. Also entfernte ich es. Hoffentlich überdeckt das Räucherwerk jeden etwaigen üblen Geruch. Schließlich sind wir noch längst nicht fertig mit dem Auftritt. Ja, ich wusste, dass die gute Dame nicht mehr alle Stellschrauben richtig parat hat, aber ich wusste nicht, dass sie ihn jetzt hier bis zum Tod hat spielen lassen. Liederliste. Olgas Unterhemdchen. Zeitalter der Unterdrückung. Derbes Lied. Ich bin so froh, dass ich kein Ork bin. Ragnar der Gebettete. Ein derbes Lied. Schon wieder? Lied von Horomir. Schwarzer Fredas. Ein hübsches Dunmeermädchen. Irons Torheit. Elftens. Ein Lied für meinen süßen Schatz. Loberal, das schönste Wesen von allen, das ich immer lieben werde. Die anderen bedeuten mir überhaupt nichts. Okay. Also, Laute untersuchen. Die Worte für Sorion in Liebe Lobel sind unter der Kopfplatte in das Instrument gebrannt. Dieses Skelett scheint den letzten Überresten eines unglückseligen Musikanten zu gehören. Ja. Jetzt frage ich mich aber ernsthaft, hat die das gesehen? Hat er gesagt, das ist irgendwie seine verstorbene Geliebte oder irgendwie sowas? Oder? Ja. Funke, komm mit. Ich muss nämlich mal eben ein Bild machen ohne dieses. Nein, jetzt steht die nicht ernsthaft hier. Nein, jetzt ist ein anderer Spieler hier. Wollt ihr mich denn veräppeln? Man kann nicht einfach mal ein Bild machen, wenn man irgendwo ist. Ich mache einen kleinen Cut und wir sehen uns sofort wieder. So, wir haben es geschafft, trotz übelster Widerstände. Natürlich nochmal das ganze Zeugs hier mit. So. Sprecht mit Ender. Hallo, Ender, wo bist du? Ach so, das ist die eine. Ah. Ja, ja, das ist die, wegen der wir hier sind. Ich dachte jetzt gerade im ersten Moment, das ist hier die, dieser Geist hier. Schauen wir mal eben, wie wir da am besten hinkommen. Einfach quer durch, nehme ich mal an. Ist nicht immer der beste Weg, aber es ist der schnellste Weg. So, hier hinten irgendwo war das Lager, ne? Oder auch ein bisschen weiter, als ich dachte. Nee? Nee? Sind wir bald da? Ah, hier. Geh doch mal weg da. Ender. Ich habe mich gefragt, ob ich euch je wiedersehen würde. Gibt es Neuigkeiten? Leider keine guten Neuigkeiten. Nein! Was? Ist es mein Sorion? Geht es ihm gut? Ich kann jetzt schon mal sagen, ich hasse es, wenn ich mich in Spielen entscheiden muss. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich würde sie auch nicht anlügen. Ich meine, die Wahrheit zu sagen, ist eindeutig immer besser, als wenn man jemanden anlügt. Es gibt vielleicht ganz, ganz, ganz kleine Ausnahmen, aber
Er wurde von einem Troll gefressen, hört sich genauso bescheuert an. Also sorry. Deswegen, er hatte eine Affäre, aber das endete böse. Die Frau hat ihn ermordet. Das war wohl unvermeidlich. Die einzige Person, die er wirklich liebte, war er selbst. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine seiner wahren Lieben daran Anstoß nahm. Ich werde ihn von Herzen vermissen, denn ich habe ihn trotz allem geliebt. Aber ich konnte ihn nicht ändern. Vielen Dank, Reisende. Ja, und wir erhalten mittlere Beine ohne Set. Verstärkte mittlere Beine. Alles, was ich hier machen kann, ist gestohlen, meine ich, ne? Ja, da kann ich auch nichts machen, da ist auch nichts drin. Kann ich hier einen Kessel entzünden? Nein, leider auch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Wie gesagt, ich persönlich finde immer noch, die Wahrheit ist wichtiger, als jemanden zu schonen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber da kann man vielleicht ein bisschen verschönern, wenn man denn nicht die Wahrheit verdreht bei dem Ganzen, muss man dazu sagen. Aber ihr jetzt zu erzählen, dass er von einem Troll gefressen wurde, ich meine, das würde sie nur verletzen und dann würde sie ihm ewig hinterher trauern und so weiter. Und so hat sie zumindest die Möglichkeit gehabt, sich der Realität zu stellen, hat selber gesagt, sie konnte ihn halt nicht ändern, sie wusste, wie er war und... Ja, so hat sie zumindest Gewissheit und kann auf jeden Fall wieder ein neues und hoffentlich schönes Leben anfangen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.